Ja, hallo und ganz herzlich willkommen, liebe Mitleidende, ganz herzliche Grüße hier wieder mal aus dem östlichsten Zipfel Deutschlands, von der deutsch-polnisch-tschechischen Grenze. Und heute möchte ich mit euch über ein sehr interessantes Thema sprechen, was mir immer wieder in den E-Mails begegnet, aber auch hier bei meinen Klienten, bei der Ernährungsberatung, in der Psychotherapie. Es geht um die Colon-Hydrotherapie. Und die Colon-Hydrotherapie, wer das noch nicht kennt, das ist ein Verfahren, im Endeffekt eine Weiterentwicklung, ja, eines Einlaufes, also eine intensive Darmspülung. Und die wird teilweise sehr aggressiv vermarktet. Man findet immer wieder Werbeanzeigen, es gibt Artikel darüber. Und das Ganze gehört mehr in den Bereich der Naturheilkunde, der Alternativmedizin, Komplementärmedizin. Und da gibt es auch ein paar Aussagen dazu, die mir immer wieder etwas sauer aufstoßen. Also da werden Dinge behauptet, die so tatsächlich nie erwiesen wurden. Und da entsteht eine große Unsicherheit. Denn viele Gastroenterologen sagen natürlich, das ist der größte Humbug, geben Sie dafür kein Geld aus. Auf der anderen Seite haben wir viele Naturmediziner oder Heilpraktiker sagen, genau das Reizdarmsyndrom oder Darmstörung sind genau diese Beschwerden, für die diese Methode eigentlich entwickelt wurde. Und das hilft da auch sehr gut. Und natürlich gibt es auch im Internet, wie zu eigentlich jeder Methode, gibt es Leute, die sagen, ich habe das gemacht und das war tatsächlich so mein Rettungsanker und es hat mir super geholfen. Das Ganze finden wir aber natürlich bei wissenschaftlichen Methoden genauso. Da gibt es aber auch Leute, die sagen, ich habe das und das Medikament genommen, das ist in der Forschung super untersucht, das hat mir überhaupt nicht geholfen. Oder aber Leute, die sagen zum Beispiel beim geistigen Heilen oder beim Schamanismus, das hat mir super geholfen, das war die Methode, die hat mein Leben rumgedreht. So, und um da einfach ein bisschen mehr Klarheit reinzubringen, einfach weil diese Frage immer wieder auftaucht, welche Grundlage hat das Ganze, ist es wissenschaftlich untersucht, gibt es vielleicht Risiken, Nebenwirkungen, Gefahren, darüber möchte ich heute ganz kurz sprechen. Und voranstellen möchte ich vielleicht erstmal ganz kurz eine kleine Geschichte der Colon-Hydrotherapie, beziehungsweise was diese eigentlich ist, was passiert dort. Für Leute, die das Ganze noch gar nicht oder die sich noch nicht damit beschäftigt haben, das vielleicht hier und da mal gelesen haben. Die Colon-Hydrotherapie ist letztendlich, wie gesagt, eine verstärktere Form oder eine intensivierte Form eines Einlaufes. Und Einläufe werden schon ja, seit der Antike, seit dem antiken Ägypten eigentlich empfohlen als ausleitendes Verfahren, wo man gesagt hat, man will dort die schlechten Körpersäfte aus dem Körper ausleiten und damit gesundheitliches Wachstum garantieren. So, also man kann das tatsächlich zurückverfolgen bis in die Antike. Die Griechen haben dieses Konzept dann ausgebaut, die antiken Griechen. Und wir finden es in Europa vor allen Dingen auch im Mittelalter, dort zum Beispiel mit dem Aderlass auch die Einläufe, ebenfalls das ausleitendes Verfahren. Interessanterweise, wenn man sich das Ganze anschaut, die Theorie dahinter hat sich eigentlich gar nicht so sehr verändert. Früher hat man eben von den, ja, von den schlechten Körpersäften oder von den schädigenden Körpersäften gesprochen. Heute reden viele Heilpraktiker von Schlacken oder von Ablagerungen, die wir da im Darm finden, ohne das Ganze wirklich zu spezifizieren. Also was sind eigentlich Schlacken? Wie können wir das Ganze in ein wissenschaftliches Gewand packen, dass wir schauen können, okay, sind da wirklich Schlacken vorhanden? Werden diese wirklich abtransportiert? Und das Ganze hat natürlich meiner Meinung nach auch so ein Stück weit Methode, einfach damit man das Konzept nicht angreifbar macht. Also man bleibt da lieber etwas vage, um sich letztendlich einer wissenschaftlichen Prüfung zu unterziehen. Der Vorläufer der Colon-Hydrotherapie, und das ist eigentlich ganz spannend, weil die meisten vermuten oder kennen den Ursprung der Colon-Hydrotherapie in den USA. Dort kam das Ganze wieder rübergeschwappt nach Europa. Aber ihr habt es jetzt schon gehört, es kam wieder rübergeschwappt. Die eigentliche Entwicklung dazu fand tatsächlich in Österreich statt, beziehungsweise dann später auch in Deutschland. Es gibt dort ein Verfahren, das nennt sich das subaquale Darmbad. Und das wurde 1910, 1912 wurde das in Wien in einem Spital entwickelt. Und das ist tatsächlich der Vorläufer der Colon-Hydrotherapie. Was wurde dort gemacht? Es wurde eine Wanne konstruiert. Diese Wanne hatte ein wirklich ausgeklügeltes Schlauchsystem. Man konnte dort bis zu 30 Liter Wasser
in den Dickdarm der Patienten einführen. Also der Patient lag in einer Wanne, die mit warmem Wasser gefüllt war. Das Ganze war in einer sehr entspannten Atmosphäre, so war es zumindest gedacht. Und mittels eines Schlauchsystems konnte man, wie gesagt, bis zu 30 Liter warmes Wasser in den Dickdarm einführen. So, und es gab da eine, wie gesagt, eine ausgeklügelte Konstruktion. Man saß auf einer Art Sattel. Dieser Sattel hat den After abgeschlossen, so dass eben nichts von dem Stuhl, der dann abgeführt wurde, in das Badewasser gelangen konnte. Und das wurde, der abgeführte Stuhl wurde über ein Darmrohr tatsächlich nach außen geleitet. Und man konnte dort auch noch unterschiedliche, also man konnte noch den Druck variieren, das bedeutet, man konnte die Ausscheidung noch verstärken, indem man zum Beispiel einen Unterdruck in diesem Darmrohr, also in diesem Abfüllrohr erzeugt hat. Und das war dieses subaquale Darmbad, Abkürzung Sudabad hat man dann häufig gesagt, hat man in jedem größeren Universitätsklinikum in Deutschland dann später gehabt. Und zurück geht das Ganze auf einige Forscher, die sich speziell mit der Verbindung oder einer vermuteten Verbindung zwischen Kotablagerungen im Dickdarm und verschiedenen Todesursachen spezialisiert hatten. So, also daran haben die geforscht und daraus resultierte letztendlich diese praktische Anwendung. Das Revolutionäre natürlich im Gegensatz zum Einlauf war erstens, dass man eine relativ große Menge Wasser druckfrei in den Dickdarm einbringen konnte. Und dass man das Ganze relativ hygienisch über ein Darmrohr schon wieder abgeführt hat und tatsächlich getrennt und dann in die Kanalisation geleitet hat. So, wie gesagt, das Ganze wurde recht populär, wurde in verschiedenen Universitätskliniken so angewendet und propagiert. Nach 1950 wurde das Patent in die USA verkauft und um 1980 rum wurde dann tatsächlich ein vereinfachter Apparat konstruiert, der vor allen Dingen auch hygienischen Standards der Neuzeit entsprach, also wo man dann wirklich Einwegteile hatte, dass man gesagt hat, okay, was man da einführt, das wird letztendlich einmal benutzt und dann wird das Ganze entsorgt. Bei der Kolonhydrotherapie letztendlich funktioniert das Ganze ohne die Wanne, wie es beim Sudabad üblich ist. Der Patient liegt entweder auf dem Rücken oder auf der Seite. Es wird eben ein Schlauch eingeführt in den Enddarm und dann wird Wasser eingelassen. Es sind auch nicht mehr die großen Wassermengen. Also beim Sudabad waren es mehrere Einläufe, die dort abgegeben wurden. Und bei der klassischen Kolonhydrotherapie, da sind es ungefähr 10 Liter. Die Temperatur des Wassers, die bei der Kolonhydrotherapie eingesetzt wird, die wechselt immer zwischen knapp 20 und 40 Grad. Die Idee dahinter ist, dass das Ganze, die Peristaltik, noch mehr anregen soll. Also sozusagen ein großer Einlauf mit wechselnder Temperatur. Sehr häufig massiert der Therapeut, oft ist es ein Heilpraktiker, noch den Bauch im Sinne einer Kolonmassage, um die Peristaltik noch mehr anzuregen und um vorher zu tasten, okay, wo gibt es da vielleicht Problemstellen und dort gezielt das Wasser noch hinzuleiten. Was ebenfalls sehr häufig gemacht wird, ist, dass verschiedene Zusätze gegeben werden. Das kann Essig sein, Kaffee sein, Kaffeeeinlauf haben bestimmt schon viele von euch gehört. Das kann Milch sein, oft wird auch Sauerstoff eingeleitet. Und das Ganze ist ebenfalls wieder ein geschlossenes System. Das bedeutet, das ist nicht wie beim normalen Einlauf, dass man sich quasi das Wasser einsickern lässt. Also das Ganze passiert druckfrei und ist im Normalfall auch nicht schmerzhaft. Und dann auf Toilette geht, sondern es ist ein geschlossenes System. Das bedeutet, der abgeführte Stuhl oder der gelöste Stuhl wird über ein Rohr wieder hinausgeleitet und direkt in die Kanalisation bzw. in einen speziellen Behälter. So, das hat natürlich den Vorteil, dass das Ganze geruchsfrei möglich ist und eigentlich auch sehr hygienisch. Die Idee dahinter ist, wie gesagt, Kotablagerungen, Schlackenstoffe etc. abzutransportieren und die Darmmuskulatur zu trainieren. Also das bedeutet, man stellt sich dahinter vor, der Darm wird letztendlich wie so einer Generalkur unterzogen, die Darmmuskulatur arbeitet wieder ordentlicher, arbeitet wieder intensiver und vor allen Dingen auch ist die Idee, dass man Bakterien, also schädliche Darmbakterien, aber zum Beispiel auch Pilze, mit dieser Methode ausspülen kann.
So, und das ist die Idee, wie das Ganze, also der Mechanismus, wie das Ganze funktionieren soll. Und da wird von den Heilpraktikern wird auch eine relativ breite Indikationsliste propagiert. Besonders haben wir eben die Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes, also vor allem Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Reizdarmsyndrom, Nahrungsmittelallergien, die Divertikulose. Wir haben Depressionen und Angststörungen, wir haben allgemein Erschöpfungszustände, die Idee der Entgiftung, was dann noch mit reingehört. Also ein relativ breiter Katalog. Und jetzt kann man sich natürlich anschauen, die Idee ist natürlich ganz interessant zu sagen, okay, wir wissen, beim Reizdarmsyndrom haben wir eben häufig Pilzinfektionen, also die Überbesiedlung mit Hefepilzen. Ganz abgesehen davon, dass das meistens im Dünndarm stattfindet, also das lasse ich jetzt nochmal außen vor. Wir wissen, wir haben Veränderungen im Mikrobiom, also in der Darmflora. Also ist die Idee natürlich dahinter, wir spülen das Ganze aus, denn auch ein Durchfall ist ja letztendlich nichts anderes als eine Reinigung. Wenn wir eine Infektion haben, bekommen wir Durchfall, weil der Körper eben diese Darmbakterien beispielsweise loshaben möchte. So, jetzt müssen wir uns aber anschauen, natürlich wird das Ganze, wie gesagt, relativ aggressiv beworben. Teilweise, ich möchte da nicht jeden Therapeuten unter Generalverdacht nehmen, aber häufig, was man so im Internet sieht, das ist schon sehr fragwürdig und natürlich ist das Ganze auch relativ teuer. Also bei meiner Recherche habe ich jetzt so gesehen, eine Sitzung zwischen 50 und 150 Euro und bei chronischen Erkrankungen wird dann eben häufig empfohlen, ja, das Ganze funktioniert dann natürlich nicht bei einmal, sondern ihr müsst dann schon 10 bis 15 Mal kommen. Ja, und jetzt kann man sich, nehmen wir einfach mal mit 100 Euro, nehmen wir den Mittelwert und ihr müsstet jetzt 10 oder 15 Mal kommen, dann seid ihr eben, ja, 1000 Euro oder sogar noch etwas mehr los. Und das Ganze für eine Therapiemethode, die, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, keinerlei empirische Datenlage hat, also es gibt keine wissenschaftlichen Studien, egal ob kontrollierte Studien oder Fallsammlungen, die irgendeinen positiven Effekt der Colon-Hydrotherapie nahelegen würden. Also es gibt weder Untersuchungen, die zeigen, okay, da ist irgendein Mechanismus, da passiert tatsächlich irgendetwas, oder aber da gibt es auch keine Untersuchungen oder Fallstudien direkt an Indikationen, wo man zum Beispiel getestet hätte. Wir testen eben die Wirkungsweise der Colon-Hydrotherapie speziell am Reizdarmsyndrom mit Verstopfung oder mit Durchfall oder eben bei der Nahrungsmittelallergie. Das gibt es nicht, das zeigen mehrere große Reviews, also wo sich wirklich Forschergruppen diesem Thema gewidmet haben, sich auf Literaturrecherche begeben haben. Es gibt keine dieser Wirkungen, die irgendwie nachgewiesen wäre. Und jetzt wisst ihr, jetzt bin ich eigentlich der Letzte, der irgendwie sagen würde, okay, wenn es keine wissenschaftlichen Beweise gibt, dann kann das Ganze auch nicht funktionieren. Ich bin jemand, der sagt, man muss abwägen und es ist immer eine Kosten-Nutzen-Rechnung, setze ich eine Therapie ein oder nicht. Und wenn wir eben keine Beweise haben, dass das Ganze irgendwie funktioniert für uns, dann müssen wir uns andere Kriterien ransuchen. Vielleicht noch ganz kurz so Nebensatz, oder es werden wie immer mehrere Nebensätze, ihr kennt das. Ich finde das Ganze schon etwas armselig, wenn man sich anschaut, die Methode ist jetzt seit etwa 100 Jahren in Europa so in dieser Art und Weise im Einsatz. Und wenn man sich da einfach mal anschaut, was da andere Therapieschulen, andere Wissenschaftler, auch aus dem Bereich Alternativmedizin, zum Beispiel Homöopathie, TCM, Hypnose, Meditation und so weiter, was die tatsächlich da geforscht und publiziert haben, kein Vergleich. Deswegen ist das schon ein kleines Armutszeugnis, dass da bis jetzt überhaupt nichts passiert ist. So, ich hatte gesagt, wir müssen uns andere Kriterien heranziehen, wenn wir das Ganze bewerten wollen. Und da ist natürlich interessant, wie sicher ist das Ganze. Also wenn ich zum Beispiel ein Verfahren habe wie die Homöopathie, wo mir manche Schulmediziner sagen, okay, das Ganze hat keine Wirkung, weil es ist nur Zuckerkugel, der Wirkstoff ist so verdünnt, es kann nicht wirken, dann kann ich mir als Patient immer noch sagen, okay, dann kann ich es ja probieren, weil wenn nur Zucker drin ist, dann kann mir ja auch nichts passieren. So, also zumindest kann ich es dann beruhigt als Begleittherapie einsetzen, ohne irgendwelche Befürchtungen haben zu müssen. Schauen wir aber in die Literatur zur Colon-Hydrotherapie, dann haben wir sehr viele Fallsammlungen und ich habe jetzt bei meiner Recherche über 25 gesichtet, in denen die Spanne der berichteten Nebenwirkungen der Colon-Hydrotherapie tatsächlich von leichten Beschwerden, also so etwas wie Übelkeit, Bauchschmerzen nach der Behandlung bis hin zu massivsten
Ja, bis zu massivsten Risiken reichen. Also tatsächlich, da geht es sowas um Dinge wie Nierenversagen, um schwere Elektrolytverschiebungen. Also da ging es dann bis hin in die Verwirrtheit, zum Kreislaufkollaps und so weiter. Wir hatten mehrere Verletzungen des Rektums, auch der Darmwand, innere Blutungen. Und wir hatten auch Berichte über mehrere Infektionen und das Ganze durchaus auch nicht nur irgendwo im Hinterstübchen durchgeführt, sondern tatsächlich auch hauptsächlich in den USA, in sogenannten ja, Darmspülungs- oder Darmreinigungskliniken. Also kam es zu schweren Infektionen, unter anderem mit Clostridium difficile. So, also wenn man sich anschaut, dieser Katalog der möglichen Nebenwirkungen ist sehr, sehr breit und teilweise auch sehr, sehr schwerwiegend. Das wäre auf jeden Fall schon mal eine Geschichte, wo man sagen sollte, okay, lässt man vielleicht lieber die Hände davon. Also wir haben keinen Wirkungsnachweis, auf der anderen Seite aber eine breite Palette an möglichen Nebenwirkungen. Und es gibt noch einen dritten Faktor, den man unbedingt betrachten sollte, nämlich die Auswirkungen auf das Mikrobiom sind nicht eindeutig. Also es gibt Studien, die nahelegen, dass genau diese Idee, wir können mit dieser intensiven Darmspülung Darmbakterien ausspülen, das Ganze scheint zu funktionieren. Also wir wissen aus Studien, dass nach einer intensiven Darmspülung das Mikrobiom um den Faktor 31 reduziert sein kann. Also das ist wirklich gigantisch, was da passiert. Auf der anderen Seite, jetzt könnte man denken, okay, das ist eine super Sache, das ist ja genau das, was wir wollen. Wir wollen Darmbakterien ausspülen, aber es scheinen unter anderem die falschen zu sein. Denn gerade auch die Lactobacillen, Bifidobakterien, die ohnehin beim Reizdarmsyndrom reduziert vorliegen, da hat man in Studien nachgewiesen, dass eben zum Beispiel genau die Lactobacillen betroffen sind, und zwar direkt nach der Darmspülung als auch einen Monat danach. Also die Zahl der Lactobacillen hatte sich tatsächlich auch nach einem Monat noch nicht wieder auf das vorherige Maß angepasst. Und das ist schon sehr bedenklich, denn wir wissen, beim Reizdarmsyndrom gibt es eben, aber auch beim Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, gibt es diese Verschiebung des Mikrobioms hin zu einem weniger artenreichen, zu einer weniger artenreichen Darmflora. Wir haben bestimmte Stämme, die dominieren, die fermentationsfreudig sind, die häufig Toxine bilden, zum Beispiel Clostridien, aber auch Klebsiellen. Und wir haben eine deutliche Reduktion von Lactobacillen, Bifidobakterien und anderen probiotischen Stämmen. Diese weitere Verschiebung der Darmflora begünstigt dann natürlich unter anderem die Infektion mit Hefepilzen. Also es könnte sein, dass man durch regelmäßige Darmspülungen genau das Gegenteil von dem erreicht, was man eigentlich möchte. Zum Beispiel eine Kandidiasis noch verstärkt. Und deswegen darf man sich auch nicht wundern, dass viele Gastroenterologen oder auch viele Mikrobiomforscher tatsächlich ja, propagieren, dass regelmäßige Einläufe, regelmäßige Darmspülung, aber auch regelmäßige medikamentöse Entleerungen vor der Darmspiegelung tatsächlich ein Problem sein können und man das Ganze so weit wie möglich reduzieren sollte. Ist das eine medizinische Indikation natürlich für eine Untersuchung? Lässt sich das schwer machen und die Untersuchungen sind natürlich auch meistens notwendig, aber man sollte etwas gewissenhafter damit umgehen, denn letztendlich wirkt so eine gründliche Reinigung des Darmes nicht viel anders als ein Antibiotikum. So, und das sind eigentlich die drei Punkte, die man zur Colon-Hydrotherapie tatsächlich wissen sollte. Also wir haben keinen wissenschaftlichen Wirkungsnachweis, es gibt keinen Mechanismus, der wirklich belegt ist. Es gibt auch keinen Beweis übrigens, dass irgendwelche Ablagerungen oder Kotrückstände tatsächlich irgendwelche gesundheitlichen Folgen nach sich ziehen würden, auch bei schwersten und langfristigen Verstopfungen. Das hat man tatsächlich so beobachtet und es gibt keinen Hinweis, dass es da irgendwelche negativen Auswirkungen gäbe. Wir haben teilweise starke Nebenwirkungen, die auch recht häufig auftreten. Und wir haben eben diese ungeklärten Auswirkungen auf das Mikrobiom, aber mit Hinweisen, dass eben noch probiotische Stämme reduziert werden könnten. Deswegen meine persönliche Meinung aufgrund dieser Schlussfolgerungen erst einmal die Hände davon lassen, von dieser Methode, zumindest bis das Ganze tatsächlich in Studien an einzelnen Indikationen auch noch besser geklärt ist.
Ansonsten natürlich immer gucken, sucht euch einen verantwortungsbewussten Arzt oder einen verantwortungsbewussten Heilpraktiker, sprecht mit dem darüber, was die Idee dahinter ist, warum er vielleicht diese Therapie bei euch durchführen möchte. Und ansonsten interessieren mich natürlich eure Erfahrungen mit diesem Thema. Hattet ihr schon solche Therapien? Hat es etwas für euch gebracht? Oder sagt ihr, okay, das war tatsächlich viel Geld, was ich dafür nichts ausgegeben habe? Das soll es für heute gewesen sein. Bis zum nächsten Mal und tschüss.